Ich habe ein Video von der Jenny. Vielen Dank, dass ich das nehmen darf. Und zwar ist das ein Video, wo sie beschreibt, wie er dann dort mal impulsiv wird in ihrer Nähe. Und sie hat noch ein anderes Pferd, das macht das übrigens auch. Und Frank, guck doch mal, ob da was abzustellen ist und ob da was zu ändern ist. Und nun ja, das muss man mal gucken, ne? Muss man mal gucken, wie das ist. Ich habe hier ein Video laufen von ihr, welches diese ganze Geschichte mal im Zusammenhang beschreibt, wie sich diese Situation entwickelt. Das sind so ungefähr 2 Minuten haben wir dort. Und das lasse ich einfach mal von Anfang an laufen. Ich habe danach noch ein paar Fotos rausgezogen, ein paar Schnappschüsse, die mal helfen sollen, mir so einzelne Szenen noch mal zu beschreiben. Also dieses Pferd heißt Andy, ist ein 3-jähriger, unschwer zu erkennen Haflinger. Und sie bildet den selbst aus. Und ja, wenn sie so startet, das sieht doch erstmal schon so ganz okay aus. Und wenn dann eine Situation okay ist und die ist dann irgendwann nicht mehr okay, dann findet man sehr oft den Punkt, wo man auch sieht, hier verändert sich was und hier ist was passiert. Und wir gucken mal zusammen, ob wir diesen Punkt finden werden. Und was sie jetzt hier nämlich anfängt, ist, dass sie etwas kleinere Kreise beschreiben lässt mit ihrem Pferd und das, glaube ich, so ein bisschen zu eng wird alles fürs Pferd und vielleicht auch die beiden noch nicht so weit sind, dass sie das stressfrei machen können, so kleine Wendungen zu machen und die korrekt zu machen und so weiter. Und hier passiert das dann eben und das gucken wir uns dann gleich mal an, wie das so ist. Danach schickt sie ihn wieder auf die Reise, hat natürlich dann so ein bisschen das Vertrauen verloren, guckt zu ihm also dann ganz gerne rüber und sagt, ob du das nicht nochmal machst. Nee, macht er auch nicht nochmal. Und das möchte ich ganz gerne mit euch mal besprechen. Und zwar haben wir hier mal im Zusammenhang einige Fotos. Hier fängt sie an mit dem Pferd und für meine Verhältnisse macht sie das sehr gut, sehr korrekt. Pferd kippt ein bisschen nach innen und dazu sage ich später gleich noch mal was, wenn das auch ein bisschen stärker wird. Das Pferd hat Raum und beide haben also Vertrauen. Ja, mach das, geh da rein, mein Lieber. Und hier möchte ich den Hinweis geben für einen Start, wenn man eine Pause macht oder zwischendrin eine Pause macht, dass wenn man sich da wirklich nicht sicher ist, man kennt das Pferd nicht oder man weiß, der hat schon mal beim Schmied nach hinten ausgepfeffert. Leute, passt auf, dass der Kopf nicht zu der euch abgewandten Seite ist. Natürlich kann er auch noch euch kicken, wenn der Kopf bei euch ist. Aber das ist dann schon etwas schwerer fürs Pferd. Hier kann er sehr leicht nach euch kicken. Also achtet mal drauf. Ihr sollt das nicht zu Hause jeder mit jedem Pferd machen, aber seid ein bisschen vorsichtig, wenn das angesagt ist. Hier schickt sie ihn auf die Reise. Das wird dann mit dem 3,5- und 4-Jährigen, wenn sie da fleißig weiter trainiert mit ihm, natürlich auch mit weniger Aufwand gehen. Und hier hilft sie ihm, drückt ihn ein bisschen dahin, wo er hin soll. Und was wir sehen können, ist, dass sie in dem Moment auf ihrem rechten Bein da ihr Gewicht hat. Und sie soll es bitte aufs linke Bein stellen, damit das Pferd tatsächlich einen freien Weg hat nach vorne und geradeaus erstmal von ihr weggeht. Das ist so eine Art Freilassen. Natürlich ist das Pferd an der Longe, aber es wird freigelassen. Es bekommt ganz viel Raum und das ist mir zu wenig hier. Und das könnte schon mal der Grund sein, wenn sie das schafft, das energievoller zu machen, mehr reinlegt
in dieses Signal und in diese Frage, dass der mehr geht. Schau mal, da hinten ist das eh, Andi, lass uns dort hinten hingehen. Und er kriegt tatsächlich 2, 3, 4, 5 Meter Seil von ihr und macht das dann. Ja, sie fragt das und macht auch relativ viel Aufwand für diese ganze Geschichte. Aber er sagt, ach so, eigentlich, warum soll ich dann von ihr weggehen? Also das ist jetzt so gar nicht so angesagt für mich. Ich bleibe ganz gerne stehen hier. Diese Szene gefällt mir das schon besser. Und der Abstand zwischen beiden wird größer. Also sie kann sich nach links orientieren, da ist die Tonne, kann so ein bisschen mit ihrem Stick, den sie hat, ist mir egal, ob sie einen Stick, ein Führseilende hat, ein Basecap hat oder ihre flache Hand hat und gegen ihr linkes Bein klopft. Entscheidend ist, dass das an eine Stelle geht, die nicht in Richtung Pferd geht im Moment und könnte mit dem Stick zum Beispiel gegen die Tonne klopfen und dann dort weitergehen. Hier diese Szene sieht auf dieser Perspektive, finde ich, sehr gut aus. Hier fängt er an, so ein bisschen zu kippen, geht ein bisschen nach innen und das wird immer mehr werden jetzt. Hier haben wir nochmal eine Stelle, wo er wirklich gerade ist. Ich hatte mit der Babette Teschen mal einen Livestream gemacht vor einiger Zeit und da erklärte sie uns das ganz genau. Sie sagte, ja, wenn die Schultern des Pferdes gerade ist, wenn die Hüfte des Pferdes gerade ist, ist er überhaupt imstande, sich für uns korrekt zu bewegen. Und der Meinung bin ich auch. Also der Huf soll flach aufsetzen und nicht so. Ja, weil das bringt die in Schwierigkeiten, unsere Pferde. Und das könnte dann auch schon der Grund sein, warum er sich dann mit immer kleiner werdenden Kreis um einen herum, den er also nicht, geht ja auch gar nicht, mit einem jungen Pferd so, wenn man anfängt, dressurmäßig korrekt gehen kann. Der sollte ein bisschen auf einer mehr Geraden bleiben, sich gerade ausmachen, so wie hier. Das gefällt mir gut. Ich habe so ein bisschen das Bild dabei, der Mensch wischt die innere Wand ab, die innen ist in der Reitbahn, quasi drängt so ein bisschen zur Tonne hin. In der Mitte ist eine Schafsherde und die versucht er zusammenzuhalten. Der Longenführer, das Pferd, hat draußen ganz viel Platz, wo es was machen kann. So, jetzt fängt das an, wo man jetzt also sagt, ich möchte vor der Tonne vielleicht lang, ich möchte vor der Pylone lang, kann man ja alles versuchen. Aber ich glaube, das ist im Moment noch ein bisschen viel. Hier ist so eine Szene, wo ich sagen würde, da holst du den ganz schön aus seiner Balance raus. Du siehst auch, wie weit er hinten die Füße auseinanderstellt. Also so siehst du normalerweise kein Pferd arbeiten. Er ist etwas aufgeregt dadurch, durch diese Aktion. Schweif kommt so ein bisschen hoch, das kann man auch sehen. Und ja, dann kommt diese Reaktion, die dann in deine Richtung geht. Ich denke, das liegt tatsächlich dann daran, dass er im Moment wie ein Zeh gebogen ist und nicht auf einer Geraden geradeaus geht. Also lieber beim Zirkeln, daran denken, man geht ein Fünfeck, Sechseck, man geht eine Gerade, biegt ab, geht die nächste Gerade, biegt ab, geht die nächste Gerade und kann das Pferd schön auf Distanz halten. Ja, und das ist jetzt nach dieser Szene, natürlich bist du dort beeindruckt, das wäre jeder. Guckst so ein bisschen zu ihm rüber und eigentlich blockierst du ihn jetzt hier auch mit dem Fokus und guckst dahin. Und ja, das ist dann das, was wir dort haben. Und man muss auch schaffen, bis zum Ende jetzt, das ist so ziemlich die letzte Szene, die du mir geschickt hast, die Konzentration zu wahren und zu sagen, man lässt es jetzt zum Schluss nicht wieder zu und der Hund springt wieder aufs Sofa. Ne? Natürlich darf er aufs Sofa, wenn wir es kontrolliert hinbekommen. Okay, der kommt schon wieder so ein bisschen von sich aus und wird wieder drängelig und ja,
Ich hoffe, ich konnte helfen. Ruf mich gerne deswegen nochmal PN an. Jenny, wir können uns nochmal drüber unterhalten. Diejenigen, die auch so ein Video mal haben und sagen, Frank, kannst du mir mal deine Meinung sagen, deine Expertise mal rüber wachsen lassen? Gerne, schreibt mir auch eine PN. Ich blende es ein unter info@mirwald. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank nochmal an Jenny dafür, dass wir das Material hier nehmen durften. Tschüss.